das, was als eine Idee einer Fassung von Faust 1 und 2 für fünf Schauspieler begann, wurde unverhältnismäßig textkritischer in dem Moment, in dem ich Faust In and Out las und die Möglichkeit hatte, mir diesen Faust-Mythos wirklich von einer ganz anderen Seite nochmal anzusehen. Mir vorzustellen, wie man zwei verschiedene Autoren, zwei verschiedene Weltsichten gegeneinander positioniert. Ich finde es wichtig, dass man diese Position, die sich die Jelinek, respektive die sie sich mit ihren Sekundärdramen selber ausgesucht hat, dass man die ganz bewusst auch durch eine bühnenbildnerische Lösung, durch eine szenografische Lösung mittransportiert. Und deswegen haben wir uns den offiziellen Teil, den Faustteil, oben in den Faun, in die Hauptbühne des Zürcher Schauspielhauses reinbauen lassen. Das ist ein sehr einfacher, schlichter, leerer Raum. Da steht so ein kleiner Kasten, so ein Bretterverschlag, über den auch gesprochen wird in Goethes Faust. Einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. In diesem sehr abstrakten, sehr grafischen Raum ereignet sich im Prinzip ein Versuch von zwei Schauspielern, die Goethes Faust als Text, als Aufgabe, als Lebensaufgabe hinterfragen. Es sind zwei Generationen von Schauspielern. Einer sehr erfahren, hat diesen Text schon an die 60, 70, 80 Mal gespielt als Faustdarsteller, Edgar Selge. Der etwas jüngere Kollege Frank Seppeler ist selber in einer Lebensphase, in der er nicht mehr fest in einem Theater arbeitet, bilanziert und hinterfragt. Hier der arme Knabe, der wartet lange. Der möchte nicht ungetröstet gehen. Er möchte gern, was auf der Erde und in dem Himmel ist, erfassen, die Wissenschaft und die Natur und die Kultur und die Kuckucksuhr und die Tortur und die Ruhe und Ruhe. So ist das in der Gedankenfabrik. Nochmal Licht. Was man dann aber, wenn man sich nur mit zwei Männern an diesem Text abarbeitet, herausfindet, ist, dass einem schlicht und ergreifend ab einem gewissen Punkt die Frauen fehlen. Er kommt über mich, er hat mich an, ich rieche, was er gegessen hat. Irgendwas mit Zwiebeln, sowas kommt immer raus, nur ich komme hier nicht raus. Dieses offensichtliche, offenkundige Manko, das konterkariert dieser parallel ablaufende Teil, der nicht offizielle, der subversive Teil, der im Keller stattfindet, in dem sich dieses Drama rund um die Kinder von Josef Fritzl ereignet und das immer wieder Verweise auf den Faustmythos möglich macht. Was natürlich eine besondere Erfindung von der Autorin ist, die klar macht, dass Männer gerne ganze Welten erschaffen, Bauherren sind, selbst wenn diese Welten auch nur kleine Verliese und Gefängnisse sind, in denen sie ihre eigenen Kinder knechten und über Jahre und Jahrzehnte dort festhalten. Ich habe dieses Loch gegraben, damit wir geschützt sind. Und ich habe auch diese schwere, diese aus Beton gegossene Tür ebenfalls geschaffen. Aber es ist hier unten wahrscheinlich besser als oben bei der Mama. Sogar mit eigenem Kübel. Ja. Aber so gut ist es nun auch wieder nicht. Ich meine, es ist besser mit, aber so gut ist es nicht. Aber gut, so schön wie ohne Kübel ist es nicht. Also es ist im Prinzip ein ganz totalitärer Anspruch an eine Theatersituation, den sie formuliert. Und dafür haben wir uns versucht, eben durch diese bühnenbildnerische Lösung ganz konkret auszusprechen. Das Theater zu hinterfragen, die Möglichkeit von Literatur zu hinterfragen, die Existenz von Theaterfiguren zu hinterfragen, das findet in diesem Verlies statt. Das, glaube ich, relativ deutlich den Zuschauern einen Eindruck vermittelt, wie es ist, wenn man zumindest mal anderthalb Stunden zusammengepfercht
mit anderen existieren muss, abhängig davon, dass man irgendwann gerettet wird. Das ist im Prinzip die Schnittstelle in der Inszenierung. Sobald unsere zwei Fäuste, Faust und Mephisto-Darsteller auf der Bühne, feststellen, dass diese Geschichte nicht weiterentwickelt werden kann, eine Gretchen-Tragödie nicht gespielt werden kann ohne Mitspielerinnen, reißen sie den Bühnenboden auf und graben sich wirklich durch das Theater nach unten in den Keller. Es gibt dann einen theatralisch sehr wichtigen Vorgang. Alle diese Zuschauer und Zuschauerinnen werden in die gleichen Kostüme gepackt, die auch unsere Darstellerin von Faust in and Out tragen. In Trenchcoats kommen Dutzende von Menschen auf die Bühne, werden auf dem Weg, auf den sich die Männer, die Faustdarsteller, durchgearbeitet haben, in diesen Keller nach oben gerettet. Und es gibt diesen Augenblick, in dem sich wirklich diese goethische Welt und diese Jelinek-Welt, ein Moment, eine kleine Ewigkeit, manchmal sind es 2-3 Minuten, Auge in Auge gegenüberstehen. In der Regel passiert lange nichts und gleichzeitig alles. Es wird geschwiegen. Manchmal applaudieren die Zuschauer und dann begleiten unsere Faustdarsteller die ganzen Zuschauerinnen, Zuschauer und Darstellerinnen aus der Faust-in-and-out-Welt in den Zuschauerraum und erklären im Prinzip das Prinzip Goethe zur Regel und versuchen die Gretchen-Tragödie zu spielen. Nur geht das nicht so einfach, weil die Frauen, die wir jetzt mit dabei haben, einfach durch diese jelinek'sche Parallelwelt gegangen sind und sich ganz anders verhalten und im Prinzip diesen Goethe-Text nicht mehr so einfach zulassen. Sie hinterfragen, sie kommentieren, sie halten dagegen. Schluss jetzt! Mit der Realität aus Leibhaftigkeit! Endlich dem Leibhaftigen selbst begegnen! Die Zwangsartigkeit! Das Sein! Meine Ruhe ist hin. Das führt meiner Ansicht nach dazu, dass man durch die bloße Konfrontation von Jelinek und Goethe eine dritte Qualität erzielt. Im Prinzip ist das ein Versuch, nicht nur über das Thema Kindsmissbrauch, nicht nur über den Fall Fritzl, nicht nur über Goethes Geschichte einer Kindsmörderin und den Gelehrten Dr. Faust. Es entsteht im Prinzip eine dritte Geschichte über die Möglichkeit und Unmöglichkeit, aus solchen Themen Theater oder Literatur zu machen.